Es ist Freitagmorgen an einem heissen Sommertag. Wir sind auf einem Parkplatz zu Thun. Aber warum sind wir denn hier? Was das genau auf sich hat, was da noch passiert, das sehen wir später. Je länger dass wir da sind, je mehr füllt sich der Platz. Es hat viele Erwachsene und noch viel mehr Kinder. Und alle sehen aus, als gingen sie auf eine grosse Reise. Und jetzt geht's los. Auf dem Parkplatz von der HIP Thun. Es freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Und im Namen von der Fex Rechwitzburg und von unserer fast 30-köpfigen Leitercrew möchte ich euch ganz herzlich hier zum Start vom Sommerlager 2012 willkommen heißen. Knapp ein Jahr am Vorbereiten für das Lager und wir freuen uns gewaltig auf all das, was wir werden zusammen erleben. Und wir freuen uns vor allem gewaltig über all die Kinder, die hier sind, all die Teenies, die hier sind, die sich hoffentlich auch schon gleich fest freuen wie wir. Es wird eine wunderbare Sache und wir können kaum warten loszulegen und ich hoffe, euch geht es genau gleich. Super! Hallo! Und jetzt freue ich mich extrem auf die Reise, die wir werden antreten. Sind Sie der Chef hier? Ja. Ach, super! Jetzt, was ist los? Was machen Sie hier? Wir können reisen. Oh, das wird super! Mein Name ist Professor Lüthi. Ja. Es ist so, ich habe etwas bekommen. Es ist eine. Achtung, was ist ganz interessant. Eine Zeitmaschine! Eine Zeitmaschine? Ja! Und eine Zeitmaschine. Mit dieser Zeitmaschine kann man ganz schnell in ein anderes Land reisen. Und unterwegs, ich weiß, ich weiß noch nicht genau wie und so, aber wir werden dann einfach unterwegs in ein anderes Land gehen. Stopp. Also du sagst, mit dem Teil kann man einfach Knopf drücken. Achtung! Ja, was? Kann man einfach Knopf drücken und dann reist das uns in ein anderes Land. Ja, genau. Ja. Also da müssen wir nicht alles laufen, sondern ja. Eben mit dem Teil da hier gehen. Nein, du könntest Professor sein. Genau, und das ist das Ding. Aber jetzt ist es ganz interessant. Jetzt müssen wir, also das ist das erste Mal. Ich kann Ihnen nichts versprechen, aber... Oh, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Aber nein, ich bin Professor, ich weiß, wie das geht. Also gut, wir gehen in die USA. Also, dann stellen wir mal... Darf ich auch etwas essen? Ja, aber... Ja, soll ich Knopf drücken? Warte, ich habe Koordinaten rausgesucht. Hast du sie ausgesucht? Ja. Super, das ist ein guter Mittel. Hey, aber du, unter dem Fang, ich glaube... Den kannst du schon mal suchen, ja? Ja, dann müssen wir okay. So. Vielleicht ein bisschen auf Amerika. In welche Richtung ist Amerika? Ja, also ich drücke jetzt den Knopf! Also, acht! Also, ja! Also! Also, wir haben gesehen, es funktioniert. Ich habe jetzt den Pause-Knopf gedrückt. Und wir können uns jetzt noch vorbereiten. Und dann, wenn du sagst, dass es okay ist, dann drücke ich frei und dann gehen wir. Und so startet das Abenteuer Sommerlager 2012. Nach unserer ersten Zeitreise sind wir dann an unserem Ziel angekommen. Doch, sind wir wirklich in Amerika? Ich glaube, ihr habt zu viel.
viel rumgedrückt die ganze Zeit. Ja! Wer hat den umgedrückt? Was wäre denn alles umgedrückt? Hey, ist doch gut einstellen! Was? Du willst mal sagen, ich bin hier. Oh, hey! Das sieht doch nicht so aus wie ein... Der ist ein Amerikaner. Das ist ein Hippie. Wer ist das? Wir sind nicht in Amerika, sondern wir sind in Indien. Ich habe einen Lager gebaut mit meinen großen, großen, starken Armen, ganz alleine, für dass ihr alle schlafen könnt in Indien. Aber ihr müsst etwas dafür tun. Ihr müsst einige Fragen über Indien herausfinden. Und so macht es sich auf den Weg, die Frage herauszufinden. Kaputt, aber glücklich sind wir im Lager an. Everybody come on, yeah! Hum tumko nigahon mein is tarah chupa lenge. Come on, you are now in India! I am Gandhi Purundi Akbar! I am Gandhi Purundi Akbar, eh? And I wish you a very good welcome here to New India! Aber kaum sind sie angekommen, geht's gleich wieder. Ich habe meine Bedienungsanleitung gefunden. Und wie Sie sehen können, ist meine Fernbedienung endlich auf der Zeitmaschine montiert. Nach dieser Aufregung tun sie noch singen und spielen. Und am Schluss des Tages hört man noch etwas von Gott und tut den Abend genießen. Vier oder fünf in die Autos gehen, ohne dass wir Abfahrtsteuer müssen zahlen und ohne dass wir eigentlich etwas organisiert haben. Einfach weil sie Gott hat geglaubt. So geht der erste Abend. Am nächsten Tag geht es gemütlich weiter. Wir bauen ein Schuhgestell oder macht dazu. Und die, die nichts zu tun haben, denen wird es sicher nicht länger. Hier machen sie sich auch an die Arbeit. Und als sie mit allem fertig sind, was passiert jetzt? Ich habe zum Glück noch gesehen, wie sie da hinten in Walze gesäckelt und irgendwo da ins Gebüsch rein. Und ich habe mich dann in einer Bombe versteckt und habe gesehen, dass sie die Teile, sie haben auch Angst gehabt, und gesehen, dass wir kommen, dann haben sie die Teile in 5 verschiedenen Zonen deponiert. Sie haben auch gesehen, dass wir kommen, und Angst gehabt, dass wir nicht die Teile kommen können stellen. Und an dem teilen wir jetzt uns in 5 Gruppen einteilen. Also ich war daran, meine Maschine zu reparieren. Und dann, wie ich so dran war, ging ich zu meinem Lager, um etwas zu holen. Und dann sehe ich im letzten Moment noch, wie ungefähr so 5 schwarze Männer, bewaffnet mit schlimmen Macheten, alles meines Ersatzmaterials eingepackt haben und Richtung Wald gesprungen sind. Und wirklich alles haben sie genommen, sogar meine Schraubenzieher. Und ich brauche diese Teile, um die Maschine zu reparieren. Ich brauche sie. Und sehen Sie all diese Leute da, die helfen mir jetzt. Und ich hoffe wirklich, dass wir sie finden, sonst können wir nicht in die USA und ich werde keinen Hamburger essen können. Das wäre sehr schlimm. Ich muss jetzt gehen. Und so machen sich die Gruppen auf die Suche nach diesen Teilen. Und zurück im Lager haben sie aber immer noch genug Energie für zu singen und zu spielen. Lange überlegen und kurz zum Teleportieren haben wir uns verstanden. Und zwar wird der Sieger sein. Wie
Und so geht schon der zweite Tag zu Ende. Am nächsten Morgen. Zum Glück konnten sie ihn fahren. Und so können wir gleich auch noch den Stempel über für den Pass. Jetzt müssen wir ganz leise sein. Zwei Tage lang Strom. Geht das bei allen? Aus. Hat jemand das Gefühl, er müsste noch laden? Ich war auch noch gut. Und was machen die anderen in dieser Zeit? Für die einen ist der Tag zu Ende und für die anderen fährt er erst da. Und macht euch bereit. Voilà. Ja, hallo. Hier sind die Sachen, die rein müssen. Schaut, dass ihr alles habt. Schaut, dass ihr euch helfen kann, falls etwas langsamer ist. Und ab geht die Post. Lange Sachen, gute Schuhe. Richtig. Gute Schuhe, am besten Wanderschuhe, falls ihr habt. Lange Hose, langes T-Shirt, warm anlegen. Der David Elst, Joscha Zaug, Soraya Imhof, Elena Baumann, Michael Geiser, Natascha Züst und Krim Boulogne. Wir sind jetzt im Iran, wo es nicht mehr ganz einfach kam mit Filmen. Gut. Position, Posten 2. Zwei Gruppen im Anmarsch. Es scheint, als sie sind verwirrt. Wo müssen sie durch? Gruppe Lirios Lüti als Führer zu hinten. Okay. Wie sind sie körperlich drauf? Sind sie müde? Demotiviert. Sehr demotiviert. Dann gehen wir rauf. Und dann schauen wir mal, dass es weitergeht. Ist gut, hä? Ali, nach einem langen Marsch durch den Iran kommt die erste Gruppe an. Doch Geschichte geht noch weiter. Oh, es geht gut!
sagen wir dazu im Trank, wo sie befallen du so. Aber jetzt... Ruth, ich wünsche dir hier zu sein. Ja, ich bin schnell, hätte ich mich nie in Ruhe lassen. Danke. Jetzt heisst es das ist das Ende von einem harten Tag. Company! Cyclone! Sammlung! Am Nachmittag genießen sie das Wetter am Neuenburger See. Wir sind hier jetzt bei der Team Days Team, Bettini, Götter, Jinger. Was war das prägende Erlebnis für dich? Ja, also das Tollste war eigentlich zu sehen, wie die Teenies mögen. Wir haben ja eigentlich eine recht grosse Reise gemacht. Wir haben 40 km zurückgelegt, 2400 Höhenmeter. Und sie waren wirklich relativ erschöpft, aber sie haben wirklich die meisten durchgezogen. Und es war cool, sie zu sehen. Welches Land habt ihr dort besucht? Iran. Der Iran. Und hat es keine Festnahmen oder Toten oder Verletzte gegeben? Tote und Verletzte nicht. Wir waren ja sehr sicher unterwegs. Sie haben uns Festnahmen, für das kann ich nicht garantieren. Aber es sind alle rum da. Wunderbar. Jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar, wie war die Stimmung so bei den Teenies? Ja, sie haben natürlich zum Teil nicht mehr mögen. Ich bin mit einer Gruppe aufgelaufen. Oder einer hat gesagt, er kommt nie mehr mit in die Zola. Aber ich glaube, nachdem sie sich alle erholt und realisiert, was für eine gewaltige Leistung sie zeigen, haben sie sich schnell umgefangen und freuen sich doch jetzt ab dieser Leistung, die sie gemacht haben. Und kommen gerne wieder. Und dann machen sie sich auf den Weg zurück ins Lager. Ja, wir tun jetzt da Teenies empfangen, oder? Sie kommen jetzt, wir verstecken uns alle hinter diesem coolen Vorhang. Wir haben ein Plakat, das wir gestaltet haben. Zuerst natürlich von falscher Seite. Und wenn sie kommen, bekommen sie alle von uns ein Energy Drink. Der nächste Tag soll ein gemütlicher Tag werden. Bis dann. Ich würde schauen mit euren Zellgruppenleitern, was ihr zuerst macht. Ob ihr zuerst ein bisschen böllern geht. Oder ob ihr ein bisschen schwimmen oder so. Was geht dort hinten genau ab? Was ist das? Was läuft da? Hey! Hey, soll das da hinten?
Wir sind hier leider ein bisschen illegal eingereist. Und zwar haben wir gewisse Regeln missachtet hier. Und ja, wir dürfen keine Feuerwehrkose an, wir dürfen noch nicht baden. Wow! Sag ja, was machen wir? Also, Folgendes. Es hat mir hier eine Liste gegeben. Wir müssen uns aufteilen. Und wir müssen gewisse Arbeit einsetzen. Und so machen sie sich alle an die Arbeit. Ganz schön, es muss ganz schön aussehen. Mach schnell, komm. Und als sie mit allem fertig waren, kommen sie gleich noch zu ihrer verdienten Freizeit. So geht auch dieser Tag schnell. Am letzten Tag vor der Abreise werden die Kräfte nochmal so richtig gemessen. 10 Kandidaten, 10 Gladiatoren! Die Gladiatoren werden gegeneinander antreten! Und zwar haben wir... T-Rex! Big Julian! Chuck Norris! Fuck Norris! Bulldog! Was meinen die anderen dazu? So haben wir den Wettkampf nicht lange gegangen. Zweimal haben sie angerufen, es wird starten und beide Mal jetzt... Im Finale steht Rambo und der Bulldog. Rambo, was hast du bis jetzt noch nicht gehabt? Ja, Hauptsache ich gewinne und ein bisschen Spass gehört da dazu. Yeah!
kennen sich als Drittplatzierte. Ja, schon noch gut. Es ist schade, es ist nicht der erste Platz, aber ja, dritt ist nicht so schlecht. Ich hätte ein bisschen stabiler stehen. Ihr habt alle viel Geld gemacht, viel Geld verloren. Und jetzt wollen wir schauen, für was haben wir das alles gemacht. Darf ich mir vorstellen? Und nach dem spannenden Wettkampf geht's weiter mit Musik. In Amerika haben wir dann noch ganz eine spezielle Person getroffen. Das ist mega cool. A world premiere. This is a new track featuring Demik called Contiki. It's going to be released the 16th of April on my label Revealed Recordings. So enjoy. Nachdem der Kyler 7 seine Tanzkünste gezeigt hat, ist noch das obligatorische Spiel auf dem Programm gestanden. Was die Boys natürlich gewonnen haben. Da das Sommerlager auch schon am Ende zugeht, danken wir auch ganz herzlich für Kochen. Also, ein Hamburger besteht aus mehreren Elementen. Das erste Element, das ihr braucht, ist das hier in runder oder viereckiger Form. Und das ist der Teller. Das nehmt ihr, dann geht ihr hier rüber und nehmt dieses Element. Das besteht aus einem oberen und einem unteren. Und es nennt sich Brot. Ist noch nicht fertig. Nachher nehmt ihr Salat. Und nachher kommt das Wichtigste, das Herzstück von jedem guten Hamburger, ist das Fleisch. Yeah. Hey. Beilagen, Zwiebeln. Da könnt ihr auch 1 bis 2 nehmen von denen. Nachher kommen Essiggürkli und Tomaten zum Abschmecken. Und nachher, ganz wichtig, wenn ihr das alles habt, dann kommt der Oberbitz vom Brötli auf den Unterbitz, wo jetzt schon Salat, Ketchup, Mayonnaise, Fleisch, Zwiebeln und Gurken drauf sind. Oben drauf und dann ist der Hamburger fertig. Nach dem feinen amerikanischen Essen haben wir noch den letzten Abend genossen. Mit verschiedenen Theatern. Die Bünde haben sich von dieser Rückweisung natürlich nicht mehr beeindruckt. Tanzen. Und auch die Leiter mussten noch dran. Gegen Schluss hat es immer weniger Licht gehabt. Das war das Ziel von Sola 2012. Raindrops rolling off my brim, street light.
be packing my bag when I need to stay. I'll be chasing every breeze that blows my way. I'll be